Wenn du dich 4 Stunden ins Auto setzt, dann ist die Vorfreude einfach da, wieder Kollegen und Freunde zu treffen, die du das ganze Jahr nicht siehst. Das Bemerkenswerte ist ja eigentlich, dass man immer wieder Themen findet, auch neue Bereiche, wo man sich weiterentwickeln kann, neue Zukunftsthemen anzugehen, sei es mit Kooperationspartnern, anderen Vereinen, einfach die Branche weiterzubringen, und an dem wird gemeinsam gearbeitet, und da gibt es ja ein Spielfeld ohne Ende. Hier, wenn einfach da so viele Leute auf einen Haufen zusammenkommen, wird für mich immer spürbar, dass einerseits gleiche Sorgen, Ängste, Unsicherheiten geteilt werden, aber hier diese Motivation für mich einfach ein bisschen drüber steht und auch dieser Schwung, den man mitnimmt, durch diesen Austausch und das Reden drüber, weil durch das Reden kommen die Leute zusammen, und das bringt einfach da wieder unheimlich viel mit, wo, glaube ich, jeder in seinem Alltag da wirklich gestärkt nachher wieder rausgeht. Warum ich mich im Vorstand wieder engagiere, ist für mich ganz einfach erklärt. Ne? Geht es der Branche gut, geht es uns allen gut, kommen wir gemeinsam weiter, tun wir sie leichter wie jeder alleinig. Das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich sage, ich muss für alle gemeinsam an einer Front kämpfen. Somit können wir uns weiterentwickeln, uns als Unternehmen, uns als Branche, uns als gesamtes Netzwerk Metall, und ich finde es einfach schön, dass unsere Gruppe, unser Netzwerk Metall, Verein, Gemeinschaft mir das Vertrauen auch mit den Kollegen gemeinsam geschenkt hat, und freue mich, dass ich wieder dabei bin. Leute mit ganz viel positiver Energie, und da geht was weiter. Ich komme immer heim und bin voll aufgeladen, habe neue Ideen und weiß schon Montag in der Früh, was ich wieder Neues angehen wird. Die Leute halten zusammen, die informieren sich gegenseitig, die helfen sich gegenseitig, die machen wirklich, die leben das Leben einer Gruppe, einer Branche, wie man sonst woanders nicht erlebt.